So, hey ho und herzlich willkommen zurück zu Neverwinter. Ich wollte im letzten Part eigentlich noch einiges erwähnt haben. Ich war aber so geflasht von der Story und dem Geschehenen, dass ich das total verpennt habe. Aber dann werde ich das jetzt einfach in diesem Part machen. Und zwar werde ich jetzt einfach erstmal mit der Quest anfangen. So, Punkt. Rippeln, Rekruten, irgendwas? Hallo? Sterbt. Oh, ihr seid stark. Ah, die Wache hilft mir. Cool, danke schön. Ich glaube, ich sollte hier bleiben. Ich wollte im letzten Part ansprechen, dass ich ach, so zünde ich das einfach. Ah, okay. Dass ich im letzten Part ach, was laber ich für'n Scheiß? Ja, spielen und reden, das ist bei mir immer so eine Sache. Deswegen habe ich es wahrscheinlich auch nicht angesprochen. Ich habe Kommentare bekommen von Personen, die Neverwinter mit mir gemeinsam zocken wollten, möchten. An sich überhaupt kein Problem. Wie gesagt, ich spiele gerne mit Leuten zusammen. Das Problem ist nur mein Schichtdienst. Derjenige hat mich jetzt auch schon öfter mal über YouTube angeschrieben. Auch eine Sache, die ich kurz ansprechen wollte bezüglich mich anschreiben. Ach, schon wieder so ein scheiß Hexenmeister-Freak dabei hier. Untersteh dich. Oh Gott, hält er was aus, ey. Ist ja Wahnsinn. Critical Hit. Autsch. Er sagt, zündet mich einfach an. Was fällt ihm eigentlich ein? Komm schon, stirb endlich, stirb endlich, stirb endlich, stirb, stirb. Kurz bevor er mich nochmal angezündet hat. Bezüglich mich anschreiben, ist einfacher, wenn ihr das über Facebook macht. Wirklich, also über YouTube. Zum einen checke ich diese Funktion über Google Plus überhaupt nicht. Und zum anderen, kann ich darauf schlecht reagieren, weil ich selten über YouTube irgendwas schreibe außer Kommentare. Und ständig alles Mögliche in den Kommentaren zu diskutieren, ist natürlich auf Dauer auch scheiße. Deswegen ist wirklich. Oh, jetzt habe ich es unterbrochen. Es ist wirklich einfacher und sinnvoller auch, mich über Facebook anzuschreiben. Weil dann kann man das Ganze besser und einfacher klären, meiner Meinung nach. Ich glaube, ich habe jetzt auch auf das letzte. Auf die letzte Nachricht, die er mir über YouTube geschrieben hat, beziehungsweise über dieses Google Plus, habe ich auch schon gar nicht mehr geantwortet. Das tut mir leid, ich habe das nicht mit Absicht gemacht, aber ich finde diese Funktion nicht mehr wieder und ich finde auch deine Nachricht irgendwie nicht mehr wieder. Ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert. Ich bin da irgendwie zu blöd zu, keine Ahnung. Jedenfalls, versucht es über Facebook. Ist einfacher, ist sinnvoller. Für uns beide, glaube ich. Keine Ahnung. Ja, diese Woche habe ich natürlich wieder Spätdienst, wie ihr vielleicht an der Uhrzeit sehen könnt. Es ist 10 Uhr, fast 11 Uhr morgens, also beziehungsweise mittags. Und deshalb sind das Feinde? Das sind Feinde. Deshalb ist es schwierig. Da, 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 da. Ich lasse mich natürlich auch immer von denen angreifen. Ich bin ein schlauer Mensch. Fernkämpfer for the win. Dementsprechend habe ich natürlich keine Zeit mit Leuten zu spielen, die Schule haben. Ich bin halt immer von 12 bis 22 Uhr nicht zu Hause, wenn ich Spätdienst habe. Dementsprechend, warum muss ich da rein? Da ist doch schon wieder so ein Scheiß. Ah! Oh Gott, jetzt haben sie mich schon entdeckt. Stirb, stirb, stirb. Autsch. Du Scheiß-Freak. Untersteht euch. Hitte. So. Jetzt, autsch. Oh, ich sollte dringend Heilung. Ich wurde angezündet, weil ich einfach zu spät reagiere. Yay! Reflexe. Wie ein Tiger. Ein kranker, blinder, sehr alter Tiger. So, Hauptquartier der Net. Was? Ach so, jetzt ist die andere. Oh. Okay. Jetzt fange ich auch direkt die andere Quest schon an. Halleluja. Das geht ja Schlag auf Schlag hier. Ja, wie gesagt, zusammenspielen sehr gerne. Ich habe das jetzt nur im Vornherein schon mal. Jetzt hätte ich gar keinen Heiltrank nehmen müssen, verdammte Scheiße. Ich fange jetzt nur schon mal wieder an aufzunehmen, weil ich nicht die ganze Zeit nichts von Neverwinter bringen wollte, wenn ich Spätdienst habe, weil ich ja die Möglichkeit habe, trotzdem aufzunehmen. Ich will natürlich auf jeden Fall mit dir zusammen aufnehmen, für den Fall, dass du das hörst, siehst, wie auch immer. Ich habe deinen Namen gerade leider nicht im Kopf. Ich habe ihn mir auch nicht aufgeschrieben, Verzeihung. Aber ich bin mir sicher, dass du weißt, dass ich dich anspreche. Und
mal sehen, wann wir dann jetzt dazu kommen. Es ist natürlich, wie gesagt, schwierig, wenn ich Spätdienst habe. Es ist immer blöd, wenn ich arbeiten muss. Arbeiten ist allgemein blöd. Kann ich nicht ändern. Oh, da ist wieder ein großer. Da ist wieder ein großer. Ein ganz großer. Hallo, greif doch mal den hier an. Den will ich erstmal weghaben. Oh, doch, doch, doch. Autsch. Du kannst mich doch nicht einfach so... Nein. Ich habe das mit dem Ausweichen. Da muss natürlich meine Ausdauer auch aufgeladen sein. Mein Gott, hat der was ausgehalten, ey. Ist ja Wahnsinn. Ach, da ist noch was. Gib mir das. Mal schauen, vielleicht kriegen wir es nächste Woche hin, da irgendwas zu planen. Ich hatte jetzt letzte Woche Nachtschicht, ist dann natürlich nochmal bescheidener, da irgendwas hinzukriegen. Ein Buch. Mi, unser Lord. Wie wird jemand genannt, der eine Stadt zu seinem eigenen Profit übernimmt? Jemand, der die Straßen mit Söldnern verstopft und die Kassen der Korrupten füllt. Jemand, dessen Anspruch auf den Thron auf einer Lüge basiert. Jemand, der Protest im Keim erstickt und die Kranken zum Sterben entsendet. Solch ein Mann würde niemals als Lord einer Stadt bezeichnet werden. Neverember ist kein Lord von Neverwinter. Wehrt euch gegen die Belagerung, tot dem Heuchler. Alles klar. Da irgendwie hört sich das fast ja, also irgendwie, ich kann es verstehen. Fast. Dezent. Ich weiß nicht. Irgendwie. Ich bin immer für die Rebellen. Rebellen sind toll. Heiltrank, Naturpaket. Ich brauche doch kein Naturpaket, Mann. Kann ich das kaufen? Ich weiß nicht. Auch noch ein Buch. Juhu. Nasher für Lord... Was? Dem Heuchler wäre es lieb, wenn die Leute ihre Vergangenheit vergessen. Das wird aber nicht passieren. Wir nennen uns selbst Nasher im Gedanken an Lord Nasher Alagandor. Ja genau, da war ja was. Dem Herrscher des goldenen Zeitalters von Neverwinter. Er hat die Stadt durch den Krieg geführt und war ein gerechter und weiser Herrscher. In Gedanken an ihr kämpfen wir. In Gedenken an ihr kämpfen wir gegen die. Den. Moment mal, das waren sie? Ups. In Gedanken an ihr kämpfen wir gegen den möchtegern Lord Neverember und seine Eindringlinge aus Waterdeep. Lang lebe Neverwinter, nieder mit dem Heuchler. Ja, ja, irgendwie wiederholt ihr euch. Ja! Super. Ich bin in einem neuen Gebiet. Halleluja. Kellereingang finden. Abgeschlossen. Okay. Kann ich hier hoch? Ich will... Nein, kann ich nicht. Ja, wie gesagt, nächste Woche können wir gerne mal gucken, ob es funktioniert, ob es klappt. Ich hoffe es auf jeden Fall. Weil immer alleine aufnehmen ist auf Dauer... Die Tür ist verschlossen. So. Und jetzt? Ach, da unten. Da ist was. Ah, Bingo. Okay, schön vorsichtig. Vortasten. Oh, ah, ja, da. Zurück, zurück, zurück. Rückzug, Rückzug. Ja, ja, kommt, kommt hier in den Gang. Da kann ich euch alle einzeln platt machen. Da sind da noch mehr. Komm her. Du scheiß Bogenschütze. Was du kannst, kann ich auch. Ich hab ein Ziel, verdammt. Dieser Elfenbein-Dinger schon wieder. Du hast nichts fallen lassen, du Geizhals. Mann. Rückzug. So. Zwei von ganz vielen ausgeschaltet. Halt, wartet doch mal. Ich kann doch diese zweite Fähigkeit, oder? Ach nee, ich habe keinen Stufenaufstieg, glaube ich. Noch nicht. Da ist doch ein Ziel. Greif doch an. Oh nein, in die Ecke. Nein, nicht in die Ecke. Nicht in die Ecke. Das ist nicht gut. Würdet ihr bitte sterben? Du glaubst doch nicht, dass ich in deine Attacke auch noch reinrenne, oder? Ausdauer erforderlich. Ich habe keine Ausdauer, ich weiß. Autsch. Du tust mir ganz schön weh. Ich will aber keinen Heiltrank benutzen, weil ich das Gefühl habe, dass gleich wieder ein Lagerfeuer kommt. Und dann wäre das Ganze wieder total umsonst gewesen. Nein, nein, pfui, pfui, pfui. Warum schmeißt ihr das immer so weit weg? Muss ich mal durch den halben Raum laufen, um das Ganze einzusammeln hier. Rollreste und Kiefernholz, okay. Kiefernholz vielleicht nicht schlecht für einen Bogen. Aber Kiefer ist kein gutes Holz für einen Bogen eigentlich.
Esche oder Ulme, wenn schon. So. Ich war übrigens, für alle, die Neverwinter oder auch als Dungeons and Dragons in der Tabletop-Version kennen. War das ein Tabletop? Ich glaube schon, ne? Oh, 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 oh. Oh, 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 das Bild wird rot. Das Bild wird rot, ich sterbe. Okay, jetzt habe ich doch mal einen Heiltrank genommen, weil ich mir, weil ich etwas zu viel Leben verloren habe. Das war mir dann doch nicht mehr. Ja, Diebstahl. Ach, verdammt. Ja, danke, wie im Programm. Weg mit dir, weg. Danke. Icke war auf der Roleplay Convention und habe dazu auch ein kurzes Video gemacht. Das ist mehr so ein Infovideo geworden, denn ein Vlog. Und das wird wahrscheinlich die nächsten Tage dann hochgeladen werden. Ach da, dich kenne ich doch, Kasov. Hallo, mein Freund. Ja, darf ich dich jetzt? Oh Gott, ein Bossfight. Habe ich genug Heiltränke? Ich habe jede Menge Heiltränke, ja. Okay, wir schaffen das. Wir schaffen das. Wenn ich hier keinen Stufenaufstieg bekomme, Leute. Ich warne euch. Boah, die zwei Lakaien sind aber auch nicht ohne hier. Die halten gut was aus. So, jetzt zu dir, Großer. Aua, er hat mich trotzdem getroffen. Warte, warte. Habe ich den nicht getroffen? What the fuck? Doch, ich habe ihn getroffen, ne? Ich weiß nicht, ob ich ihn getroffen habe. Oh nein, da kommt mehr, da kommt mehr. Nein, er hat noch mehr Freunde. Ich bin so langsam. Warum bin ich so langsam, verdammte Scheiße? Ausdauer, Ausdauer. Ich habe keine Ausdauer. Ich bräuchte mehr, E, natürlich, E. Hier, da. So, zack, 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 zack. Und weg, 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 weg. Au. Au. Das hat wehgetan. Wow! Wow! Wie ab er geht! Guckt euch das an! Das ist ja der Wahnsinn! Das ist ja Wahnsinn! Aua! Ich habe keine Ausdauer, verdammte Scheiße! Warum habe ich keine Ausdauer? Warum treffen die mich auf 50 Meter Entfernung? Sterbt doch einfach! Alle, 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 alle! Nein, 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 nein! Oh, Scheiße! Oh Gott, oh Gott, oh Gott! Lauf doch! Komm schon, komm schon! Jetzt! Jetzt habe ich mich natürlich selber in die Ecke buxiert hier. Das ist nicht so schlau. Autsch. Oh, oh, oh. Da, 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 da. Oh, oh. Critical Hit. Oh. Mein Gott. Und ich habe nur ein bisschen Geld von dir bekommen. Willst du mich eigentlich verarschen? Ist das dein Ernst? Religionspaket. Ach, ihr seid doch scheiße. Ihr seid doch alle scheiße. Kann ich hier noch irgendwas finden? Gibt es noch irgendwas zum Mitnehmen? Nein? Hier vorne. Wahrscheinlich noch so ein paar Informations. Ich gehe erstmal zu der Kiste. Au! Dein Ernst? Die Krone. Krone von Neverwinter zurückerlangt. Brief lesen. Verschwörung gegen die Krone. Es scheint sich um einen Brief von Arlon Blade Sharper and Kasov zu handeln. Kasov, wenn das, was ihr über Gothwin gesagt habt, wahr ist, dann können wir die Krone von Neverwinter nicht durch die Kanalisation aus Black Lake herausschmuggeln. Die Ratten würden mit Sicherheit versuchen, uns zu hintergehen und die Krone wegzunehmen. Und sie hätten dort unten sicherlich den Heimvorteil. Bis ich einen anderen Weg gefunden habe, werdet ihr also noch ein wenig länger gegen Neverambers Soldaten bestehen müssen. Ich weiß, dass ihr stattdessen lieber persönlich nach Black Lake kommen würdet. Wir hatten diese Diskussion bereits und meine Antwort ist immer noch dieselbe. Ich arbeite in diesem Plan eng mit unserem Verbündeten zusammen und ich möchte sie gern... Ich möchte sie nicht verärgern, vor allem, wo wir so sehr auf sie angewiesen sind. Auch wenn wir es hätten kommen sehen müssen, bringt der Betrug der Ratten unglücklicherweise Verzug mit sich. Aber wenn ihr die Kontrolle über Black Lake erhalten könnt, bis wir die Krone dort hinausgeschafft haben, war es das alles wert.
Ich werde mir die Krone aufsetzen und Neverembers Lügen werden allen offenbart werden. Die Nesha werden ganz Neverwinter in ihre Gewalt bringen und wir werden die Stadt wieder in ihren ursprünglichen Glanz erstrahlen lassen. Für Neverwinter. Alon Blade Sharper, Shaper, Sharper, wie auch immer. So, gib mir meinen Bogen. Ach, scheiße. Nicht EF. Ja. Bogen for the win. So, jetzt komme ich auch hier raus. Die Tür hat sich gerade eben geöffnet. Holy shit. Ja, dann habe ich auch schon wieder meinen Part beendet hier eigentlich. Also müsste ich meinen Part eigentlich wieder beenden. Ziel erfüllt, der Fall Karsov. Ja. Quest gebe ich noch ab eben. Kann ich euch... Ecke, mache euch platt hier. Hallo, du lebst doch? Es geht. Hallo? Achso, also ich wollte das eigentlich nur einsammeln hier. Okay, gut, dann gebe ich die Quest eben noch ab. Dann werde ich wahrscheinlich diesen Blade Sharper, wie auch immer. Ups, das wollte ich gar nicht. Gewalberkundepaket. Den werde ich dann wahrscheinlich als nächstes aufspüren und verfolgen und eventuell töten müssen. Krone zu Feldwebel Nox bringen. Ach du Scheiße, ich muss hier zurück zu... Okay. Heißt, ich muss zurück nach Neverwinter, wo, oder? Hier? Nach Protector's Enclave. Ich bin in Neverwinter, hallo. Einmal Schnellreisen, bitte. Danke. Der Aufstieg des Charakters können Kräfte angewendet werden, die zugefügt. Ach, P, stimmt. P, Charaktermenü. Da werde ich gleich mal gucken, ob ich eventuell diese zweite Daily-Fähigkeit da freischalten kann. Das wäre wundervoll. Weil dann wären Bosskämpfe vielleicht nicht mehr ganz so heavy. Ich meine, ich bin noch nicht einmal bei einem Bosskampf gestorben. So schlecht sind die nicht. So schlimm sind die nicht. So gefährlich. Keine Ahnung. Roleplay Convention übrigens ein sehr, sehr geniales Wochenende gewesen. Ich war leider nur einen Tag da, weil ich am Samstag aus der Nachtschicht kam und dann nicht noch auf eine Messe gehen wollte. Aber am Sonntag war ich auf jeden Fall da und es war sehr, sehr cool auf jeden Fall. Kann ich nur jedem empfehlen, der Rollenspiele mag. Es ist auch für jeden was dabei, wirklich. In alle Richtungen würdest du jetzt bitte mal hier fertig machen. So, angekommen. Dankeschön. Ja. Briefkasten? Nein, keine neuen Nachrichten. Sehr schön. Er glitzert irgendwie immer. Stufenaufstieg kann ich auch noch nicht. Ich habe eine Verletzung. Warum habe ich eine Verletzung? Habe ich eine Verletzung? Ich meine, ich hätte eine Verletzung. Alle 3 Minuten halt eure... Was? Okay. Klar doch. Ja, wie gesagt, kann ich nur jedem empfehlen, der auf Rollenspiele steht. Also nicht im Sinne von, ihr wisst schon, ne? Genau, Roleplay und so. Und ja, wie gesagt, es ist wirklich für jeden was dabei. Sowohl für die LARPer als auch für Trading Card Gamer, für Tabletop-Spieler, für diejenigen, die einfach nur gerne, wie auch am PC, solche Rollenspiele machen. Es ist echt für jeden was dabei. Wolf. Wolf? Das sieht komisch aus. Ja, ja, ja. Halle der Gerechten. Hi, Kids. So, Krone zurückgeholt. Was sagst du jetzt? Die Protectors Enclave braucht eure Hilfe. Die Krone von Neverwinter ist sicher. Jawohl. Die Rebellion der Nesha zerschmettert. Jawohl. Den vielen Opfern von Karsov Gerechtigkeit verschafft. So sieht's aus. Ich wusste, ihr seid gut. Aber diese Erfolge... Ich bin sehr beeindruckt. Danke, danke. Wenn ich daran denke, dass ich euch damals an der Brücke des schlafenden Drachen beinahe abgewiesen hätte. Nun, ich bin froh, dass ich es nicht getan habe und ihr in Neverwinter geblieben seid. Aber es ist noch nicht vorbei. Das ist mir ganz klar. Bamsmann, Stufe 10. Ach du meine Fresse. Den Nahkampf, ein wahrer Experte, Problem in Tor für die Nässe. Holy shit, okay. Das gucke ich mir dann auf jeden Fall beim nächsten Mal an. Drück Tab, um zwischen der Nah- und Fernkampfhaltung zu wechseln.
Nahkampf? Ich könnte Waffen tragen. Ich könnte Nahkampf. Oh mein Gott, warum wurde mir das nicht früher gesagt? Scheiße. Okay. Ich bin aufgestiegen. Neue Klassenkraft. Neue Kräfte. Bla bla bla. Gesehen. Kraftränge zu steigern. Attributwerte erhöhen. Talentpunkte ab. Oh, holy shit. Muss das alles beim nächsten Part machen. Ich muss das echt alles im nächsten Part machen. Das tut mir leid. Ich krieg das jetzt alles nicht mehr gebacken und ich habe schon wieder hoffnungslos überzogen. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch einigermaßen gefallen. Wie gesagt, schreibt mich besser auf Facebook an. Es ist nicht böse gemeint, wenn ich euch nicht antworte. Ich komme mit diesen Funktionen einfach nur nicht klar. Da komme ich mir immer so ein bisschen alt vor. Aber es ist einfach leider so. Es tut mir leid. Und ja, schaut unten in die Videobeschreibung. Da findet ihr meinen Facebook-Link. Einfach eine kurze Nachricht schreiben und ich kann euch jederzeit antworten. Das ist überhaupt keine Frage. Ihr hört ja in meinen Videos selbst immer, dass Facebook dabei ist. Dementsprechend wisst ihr auch, dass ich Facebook eigentlich immer offen habe. Dementsprechend schreibt mich da an und dann können wir gerne miteinander kommunizieren, quatschen, planen, was auch immer. Ja, wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Däumchen nach oben da und ansonsten sehen wir uns im nächsten Part wieder, wenn ich jede Menge Quests anfange und jede Menge Dinge verteilen kann. Bis dahin würde ich sagen, ciao!